dich weiter nach rechts. Das kann ich jetzt schon machen. Also. Ja, und eigentlich müsste das sogar noch viel weiter runter, damit die mehr Fabriken hin können, ne? Ja. Okay, das wird jetzt doch noch eine noch etwas krassere Umbauaktion, als ich dachte. Das Fließband muss bearbeitet werden. In naher Zukunft. Das geht hier jetzt weiter runter. Und fuck. Ja. Das ist ein Hackmeck hier, ne? Warum ist da so eine komische Kurve drin? Die komische Kurve kann ich jetzt schon mal rausnehmen. Kleine Schritte. Du gehst bis da. Du gehst direkt darunter. So. Ja, wobei, das brauchen wir wahrscheinlich gar nicht, weil wir die Schlacke direkt hier unten herstellen und auf das Fließband laufen lassen können. Das heißt, ich bereite hier schon mal ein Fließband vor. Können wir Platz technisch hinhauen, ne? Okay. Flare-Stacks weg. Bottling-Ding weg. Nicht das Bottling-Ding vergessen, Giroban. Nicht das Bottling-Ding vergessen. Ah, jetzt gerade wird es dunkel. Die ist so schön. Bei dem Tag-Nacht-Übergang gehen die Lampen nicht ordentlich an. Die würde ich gerne auf den Timer stellen, dass sie schon rechtzeitig angehen, obwohl sie noch gar nicht angehen müssen. Da ist mir die Energieverschwendung auch ziemlich wumpe. So, das Wasser hier kann ebenfalls weg. Das muss weiter nach unten laufen. So, also ich brauche Wasser bei den Dingern. Die haben keinen Strom. Ja. Ist in Arbeit. Ist das andere Ding effektiver? Also das braucht Purified Water. Ja, nee, da kannst du nicht. Also ja, in den Kommentaren wurde, glaube ich, schon erwähnt, es gibt auch noch ein anderes Rezept, was kein Purified Water braucht, aber da muss man wieder was erforschen. Und forschen heißt, Tränke verbrauchen, die ich nicht gerne verbrauchen wollen würde. Und der Farbton ist echt eklig. Das ist Brechreizgrün, ist das. Na gut. Schlacke raus. Nee. Ja, Schlacke raus. So, Sauerstoff. Nach daran. Wasserstoff. Können wir es direkt hier vor Ort irgendwie verbrennen? Können wir den Plastik da reinquetschen? Ja, locker. Ja, locker nicht, aber es geht. So geht das. Kein Big Electric Power. Gut. So. Sauerstoff wird weitergeleitet, Wasserstoff wird verbrannt. Jetzt das Bottling-Ding. Achso, und Schlacke wird ordentlich abtransportiert, damit auch Steine gemacht werden können, damit daraus mehr Lentil gemacht werden kann. Einfach nur für mehr Lentil, weil wir 5 Tonnen brauchen. So, Sauerstoff zu dem Bottling-Ding. Das Bottling-Ding. Müsste. Was bist du hier? Bist du da? Ah, hier habe ich nur was verdreht.
So, okay. Habe ich ein bisschen selbst. Das kann auch weg. Oh, das ist nicht gut. Nee, warte. Das, was von oben kommt, muss auf die rechte Seite, damit die linke Seite von denen da befüllt werden kann mit Schlacke. Okay. Hilft mir aber immer noch mit dem Bottling-Ding weiter. Übrigens eine sehr interessante Wortschöpfung. Bottling-Ding. hierhin vielleicht? Wie groß ist das Teil? Das ginge, ne? Weil ich müsste einfach nur... Ja. Nee, es muss ein runter. Weil ich... Warte, kann ich das einmal nach oben schieben? Die Messingdinger haben eine längere Reichweite, ne? Boah. Sehr gut. Also vielen Dank für den Vorschlag, das so zu machen mit Messing. Nein. Ja. Okay. Jetzt kannst du da näher ran. Also. So. Du fehlst Oxygen Bottles. Du nimmst. Strom. Du nimmst dir dafür von diesem Fließband leere Fässer, obwohl da gerade keine sind. Warum zirkulieren hier keine leeren Fässer? Du hast noch kein Auskippding. Gut, da kommen die leeren Fässer. Nimmst leere Fässer und du legst volle Fässer wieder drauf. Jetzt kommt nur das Spielchen mit, wie kriegen wir da Sauerstoff hin? In die Reihe mit Untergrund ist nö. Ich weiß nicht, was das war, aber das brauchen wir nicht. Die Reihe mit Wasser, mit Sauerstoff ist jetzt nicht belegt. Das heißt, wir können hier Sauerstoff rausholen. Und das da, die Reichweite ist Hammer. Kann man gleich über die Farbe hinwegsehen. Jo. Das war's. Ha. Okay, es ist ein Ticken eng. Aber eventuell können wir den Knick hier noch vorher machen und dann da hoch und dann darum. Irgendwie so. Aber ja, es sieht schon mal besser aus als das vorherige. Und es scheint zu laufen, oder? Da kommen die Fässer. Ja. Es tut das, was es tun soll. Jetzt nur mit einer Handvoll Fässern, die in Zirkulation sind, aber es reicht für da oben, glaube ich. Okay, irgendwelche anderen Probleme. Du bist zu lahm. Wir brauchen auch Crusher MK2. MK3. 2 sollte reichen. Na, wobei hier oben staut sich das schon mit der Schlacke, ne? Da. Ja. Da haben wir jetzt ja auch. Oh. Nice. Schön voll hier. Mach nochmal. Noch ein Ohrcrusher. Da. Und hier bitte noch ein. Kein Ärmchen. Doch da. Noch ein weißen, um das, weil das scheint überhand zu nehmen, das Roherz. Kommen die zwei da nicht so ordentlich hinterher. Das Fließband kommt wahrscheinlich auch nicht ordentlich hinterher. Das sollten wir einmal komplett auf Rot hochtrimmen. Okay. Eigentlich da auch noch ein zweites Ärmchen, wie bei den anderen beiden weißen auch, für die Unterseite. So, Flotation Cells 2.
Jetzt müssen wir alles, alles auf rote Fließbänder hochpushen. Hier, mach mal. Gib mir mehr Eisen. Oh, frohe Kunde. Kupfer staut sich. Was mich ein bisschen verwundert. Also ja, wir haben unten die Redemengen geboostet, damit mehr Kupfer kommt. Das war ja der Plan. Aber es wundert mich, dass es so schnell ging, weil ich ja auch hier von dem Fließband stibitzt habe und überall anders noch Sachen rausgehupft habe. Deswegen dachte ich, es dauert länger, bis der Puffer sich füllt. Aber sehr gut. Sehr, sehr gut. Grüne Tränke sind auf 400 hoch. Das heißt, wir können mal weitermachen mit abgefahrenem Zeug. Mining Proficiency. Das klingt komisch. Advanced Glass Melting Flare Stacks, nö. Rocket Booster. Vehicle Acceleration 180%. Stack Inserter. Stack Inserters can move more items at the same time depending on the upgrade. Upgrades? Na, 300 dafür ausgeben. Concrete ist das andere. Concrete. 500 für ein bisschen Dekokram. Nee, ich mach mal hier Paste Processing. Das ist für Alien Bioprocess? Ew. Die Dinger waren irgendwie eine Wärmeleitpaste, das wird auch wichtig sein. Mach mal. Das kostet nur 100, das ist okay. Jetzt, wo regelmäßig wieder grüne Tränke reinkommen, sollte ich auch einfach irgendwas an Forschung anschmeißen, solange bis ich mir wirklich sicher bin, was ich als nächstes forschen will. Was noch nicht der Fall ist. Ich bin jetzt erstmal froh, dass ich die weißen Chips oben durchgehend herstellen kann. Kommt das Evil Genius wieder raus? Also ich bin froh, dass ich die weißen Chips durchgehend herstellen kann und jetzt alles nach und nach auf MK2 oder sogar MK3 aufstufe. Damit die Kisten hier mal, ne, durchgehend voll sind mit tollem Kram. Haben wir hier ein Bottleneck? Nee, ne? Ja, doch. Aber es besteht primär aus den Ärmchen da. Kann das sein? Und das Reinleg-Ding. Kurz abbrechen. Und noch davon 10 Stück. Da, so. Miep, 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 miep. Es war nicht richtig, es ist einfach nicht genug Roherz auf dem Fließband. Mach mal dich auch noch weiß. Hatte hier keine Abfallprodukte oder so, da muss ich nichts beachten, das ist okay. Die Flotation Cells in MK2. Mehr kann ich auch noch nicht. Ich kann allerdings nicht mehr weiße Flotation Cells einfach so hier reinquetschen. Denn die haben andere Abfallprodukte. Die haben Chloric Wastewater und kein Sulfuric Wastewater. Ich kann aber mal gucken, was die MK3er für Forschung brauchen und in was Sinnvolles forschen. Das klingt sinnvoll. Advanced or Refining 3. Titanium? Pipe und Plate. Ja gut, aus den Plates werden wir die Pipes machen. Electronic Logic Board bräuchte Advanced Electronics. Integrated Electronics. Gut, brauche ähnliche Zwischenschritte wie die weißen Bretter, das ist okay. Also Advanced Electronics. Was? Portable Fusion Reactor? Nein. Overrefining 3 war das andere.
nicht Processing. Oh, das braucht schon hellblaue Tränke. Ja. Street Trade Crystals. Unilift Atomic Manipulator. Used by lab for adapting technology to the local environment. These can manipulate and monitor interactions on an atomic level and but burn themselves out in the process. Kann ich die schon herstellen? Ja, könnte ich. Brauch Atomic Sensor Array und ein Femto. Oh, es geht, es geht, es geht. Weiße Chips habe ich, Aluminium habe ich, Gold habe ich in rauen Mengen, aber noch nicht gegossen. Können wir machen. Stickstoff können wir locker herstellen. Glaube ich zumindest. Chemical Laser Flash Fuel weiß ich nicht. Laser Fuki, das ist alles das hier. Nafta! Ja, das ist alles kein Problem. Nafta, das wird ein bisschen größer, glaube ich. Mit den Zwischenschritten. Ich denke, da drücke ich mich erfolgreich drum und mache stattdessen die Dinger zuerst. Damit fange ich dann nächste Folge an. Mit dem Ablative Weapon Testing Kit. Damit wir die Sniper-Türme bauen können oder Sniper-Gewehr, um dann hier ordentlich weiter expandieren zu können. Ist zwar so schon ganz nett, aber ich hätte gerne wesentlich mehr Platz, um das alles nachher nochmal auseinanderzuführen. Also komplett alles, was wir bisher gebaut haben, wird dann nochmal auseinandergezogen, ordentlicher aufgebaut, besser getrennt aufgebaut, mit mehr Platz zwischen den Subkomponenten und. Das ist der endgültige Plan. Und dann, wenn das alles gemacht ist und die Roboter kommen, dann wird diese riesige Fabrik im Grid-Muster nochmal aufgebaut, wo vor jeder Fabrik dann zwei Kisten stehen mit zwei Ärmchen und dann werden die Roboter alles machen. Okay, mit den Gasen und Flüssigkeiten ist es ein bisschen komplizierter als damals bei den anderen Staffeln. Aber trotzdem, ich freue mich tierisch auf die Roboter.